Majestät, es handelt sich um die Schauspielerin, Sängerin und neuerdings auch Tänzerin Edita Malovcic. Ah, sie darf sich nähern. Sie darf sich hinsetzen, war sie dann nicht am Boden schmeißt. Für sie immer. Euch. Um Gottes Willen, habe ich schon den ersten Fehler gemacht. Ihr macht nichts, wenn man so ausschaut wie sie, kann man Fehler machen, was man will. Es tut mir sehr leid. Malovcic, sagen Sie nichts. Das ist entweder Oberösterreich oder Salzburg. Richtig. Ja. Richtig. Ja. Ja. Ein typischer oberösterreichischer Name. Total. Ne? Ja, sechs. Ah, ja. Gleich erraten. Ne? Also ich habe gehört, eigentlich wienerisch. Wienerisch? Ja. Ah, das ist ja wurscht. Ja, ne? Hauptsache. Ne? Hauptsache, sie ist da. Ne? Danke eine für die Einladung. Eine Tänzerin ist sie auch, nicht? Ja, das wusste ich bis vor kurzem nicht, aber scheinbar hat man mich als solche wahrgenommen. Ja? Sei verständlich, was ist da? Sie wäre gar keine Tänzerin. Das mag daher rühren, dass Frau Malovcic an der ORF-Show Dancing Stars teilgenommen hat. Ah, und haben wir da ein Bild, sei verstanden? Sehr wohl, Majestät, Hofbildstelle, bitte. Es gab ein paar pikante Gerüchte, ob Ihres Partners Florian Warner, ob da vielleicht irgendetwas... Ah, war da was? Eure Majestät, ich muss doch sehr bitten. Also nicht? Nein, natürlich nicht. Ich bin eine, also ich arbeite professionell und ja, versuche immer das Beste rauszuholen, ja. Natürlich aus den Projekten. Und natürlich ist es immer gut, wenn man sich mit dem Partner versteht, mit dem man dann auch arbeiten darf. Na? Also das ist nichts anderes als ein Freund. Das ist eine Berufsbeziehung, sagen wir so. Ja. Also mit dem ist sie maximal befreundet, aber da stellen wir uns natürlich die Frage, ja. Wenn sie schon sowas macht mit jemandem, mit dem sie befreundet ist, was macht sie mit jemandem, den sie wirklich lieb hat? Das verrate ich nicht hier. Nicht? Nein. Aber wir sind auch sehr lieb. Ja, ja? Das stimmt. Hat sie schon einen Partner? Hat sie vielleicht einen Partner für den Lockdown, für den nächsten? Ja, meinen Sohn. Das ist mein treuerster Partner. Und sonst nie, weil wir können uns gemeinsam downlocken. Ja. Ja. Können wir uns dann gegenseitig sehr gerne impfen vielleicht? Ne? Können wir auch. Ne? Also das kriege ich hin. Wirklich? So ein Jaukerl in den einen zu jagen, das glaube ich schon. Schau. Ja. Ja, aber schaffen Sie das umgekehrt auch? Ihr? Ihr? Um Gottes Willen. Also schaffen Eure Majestät das umgekehrt auch? Ja. Ohne Schmerzen? Ja, dafür kann man nicht garantieren. Wie sieht es aus? Jetzt wollen wir mit dir eine Runde tanzen vielleicht. Seiferstein, haben wir einen Walzer? Ja? Wir tanzen jetzt miteinander, aber Social Distancing, Distancing. Also, okay. Nicht? Also Dancing, aber mit Social. Nicht? So, Sie da und, okay. Und wir hier. Okay. Ja? Und Seiferstein, Musik. Zu Befehl, Majestät, Hoftonstelle bitte. Eure Majestät, die Haltung ist sehr wichtig. Ja. Habe ich gelernt. So. Jetzt hören Sie auf zu führen. Sie führen. Ja, das hat mir mein Tanzpartner auch immer gesagt. Ja, das ist kein Wunder. Es tut mir leid. Nicht führen. Okay, Eure Majestät. Ja? Noch einmal. Ja, noch? Was? Es tut mir so leid. Ich versuche ernst zu bleiben. Ja. Eure Majestät. Wir könnten noch ein bisschen einen Sway machen. Nein, können wir aus. Nein, nein. Aber sie versucht die ganze Zeit zu führen. Malovcic, nein. Red mal lieber drüber, dass sie auch eine Sängerin ist, Seiferstein. Was haben Sie da zu berichten? Nun, Majestät, Ihr Album Madita erreichte im Januar Platz 3 der US-amerikanischen iTunes Electronic Album Download Charts. Im Vereinigten Königreich erreichte sie sogar Platz 1. Wow. Nur in Österreich nicht. Nur in Österreich nicht? Nein. Was ist das für Musik, was sie da macht? Ach, das war elektronische Popmusik mit diversen Einflüssen. Bisschen was Jazziges, bisschen was Modernes. Ja, ja. Manchmal ein bisschen Retro. Ja, ja, dann
Kann sie mal zu uns kommen und so etwas vorsingen davon vielleicht? Ja, so eine kleine private Audienz. Ja, eine Schauspielerin ist ja auch was noch alles. Eine Schauspielerin auch noch, sehr verstanden. Ja, sehr wohl, Majestät. 1999 spielte sie in Barbara Alberts Film Nordrand an der Seite von Nina Proll. Es folgten viele Engagements, Zwei Ohrküken, Der Knochenmann, Fernsehserien wie Tatort, Kommissar Rex, Soko Kitzbühel, Medikopter und Altes Geld. Ja, ausgezeichnet, bravo. Mit dem Auftrag hat sie gearbeitet. Also, und mit dem Auftrag zu arbeiten, da braucht man ja eine richtige, da braucht man ja Ausbildung, Seifenstein. Ne? Nun, Majestät, sie hätte unter anderem eine Ausbildung zur Sonder- und Heilpädagogin. Ja, das braucht vielleicht man wahrscheinlich. Vielleicht kommt mir dir ein bisschen zugute. Ja? Ja. Braucht man das, Sonder- und Heilpädagogin? Manchmal, sicher. Hilft sicher. Es beim Film? Es hilft manchmal, auch ein bisschen psychologisch mitzudenken, ein bisschen sozial mitzudenken, das hilft immer, ja. Also, wir wollen Sie nicht weiter aufhalten, ja. Wir danken fürs schöne Singen, wünschen ihr einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ja, sie darf sich zurückziehen, aber sie muss auch einmal ein bisschen brav sein. Schon, gell? Danke, eure Majestät. Dankeschön.